So, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Dolomitenstadt-Podcast. Heute sitzt mein Gesprächspartner gefühlt am anderen Ende der Welt. Normalerweise würde ich sagen im sonnigen Kalifornien. Aber guten Morgen, Bernhard Borcher oder Bernie, guten Morgen. Guten Morgen oder guten Abend bei euch. Ja, das Wetter bei euch ist nicht sonnig zur Zeit, oder? Es sind gerade Sintfluten bei uns, ja. Ja. Ich bin gestern auf Nacht heimgekommen von einem Freund besucht in Santa Monica und es war auf der Autobahn wirklich also höchste Aquaplaning-Gefahr. Es sind die Straßen nicht gerade genug gebaut, es ist einfach nicht für Regen gemacht und da hat man schon aufpassen müssen. Ja. Und dann kommt es, also es ist einfach der, das gibt den Abfluss da nicht. Den nötigen, ich meine, ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, in einer Stadt wie Lienz ist alles so gebaut, dass das Wasser abfließen kann und das ist da eben nicht der Fall. Und dann sind wirklich Flüsse auf der, die Straßen werden zu Flüssen, zu reißenden Flüssen. Und ja, sieht man jetzt ja. Oft bei uns. Aber im Jänner kommt manchmal schon viel Regen daher und das ist heuer der Fall, ja. Ja, ich habe Bilder gesehen, die wirklich nach Ausnahmezustand ausgeschaut haben, in manchen Teilen, also außerhalb von LA auch. Also alles Gute. Hoffen wir, dass es bei dir noch passt. Ja, ja. Im Moment, die Stadt ist, wie gesagt, nicht dafür gebaut. Es fällt dann manchmal der Strom aus oder gewisse zur Infrastruktur wird einfach davon beeinflusst. Aber ich weiß nicht, wie schlimm es jetzt wirklich werden kann. Man schlimm jetzt für die Leute, die auf der Straße leben. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Ja, da werden wir später noch ein bisschen drüber reden, über dieses, die harte Seite von L.A. Du warst jetzt aber gerade in Lienz. Wir haben uns verpasst und holen es jetzt nach. Kurz gesehen, ja. Ja, einmal kurz gesehen. Wie war das, wie ist das Heimkommen immer für dich? Ist das immer noch deine eigentliche Heimat, deine alte Heimat, deine zweite Heimat? Was ist Lienz und Osttirol für dich inzwischen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist immer total schön, heimzukommen. Ich habe ein bisschen einen komplizierten Weg haben. Ist ja nicht ganz so einfach, nach Lienz zu kommen, wenn man von außen her kommt. Entschuldige, mein Gott sitzt da. Und ich habe Gott sei Dank eine sehr unterstützende Familie und ich fliege normalerweise nach München und werde dort mit dem Auto abgeholt. Normalerweise von meinem Onkel im Meisel Hannes, der holt mich ab und dann haben wir 3,5 Stunden Autofahrt. Heuer war es in der Nacht und das ist für ihn sehr anstrengend. Für mich auch, ich bin natürlich den ganzen Tag unterwegs. Aber es ist immer ein bisschen ein Weg da rein. Ja, es geht nicht so einfach wie jetzt in eine andere, in eine größere Stadt. Ich habe es total genossen daheim. Es waren jetzt ein bisschen über 2 Wochen und habe es gar nicht geschafft, alte Freunde zu sehen. Es war nur Familie, eigentlich sehr groß, eben sehr, sehr große Familie auf der Mama ihrer Seite. Und ja, da ist halt viel los und viel Spielabende und Kaffee und Kuchen und auf ein Getränk gehen und so weiter. Und da fühle ich mich immer sehr geborgen und aufgehoben und wie sagt man, mit ich vergiss manchmal Redewendungen, das ist wirklich schlimm, gell? Ich weiß, ich klinge nur wie ein Osttiroler, mehr oder weniger, aber ich vergiss dann Wörter und Redewendungen. Mit offenen Armen empfangen, das wollte ich sagen. Okay. Der Jetlag hat mir heuer leider ein bisschen im Griff gehabt, das heißt ein bisschen ziemlich stark, eine Woche lang. Und ich weiß nicht, warum das war heuer, aber das haut dann ziemlich ein, wenn man dann steht, sitzt man beim Tisch und da fallen ja die Augen zu. Und das war ziemlich ziemlich nervig. Ja. Jetlag, heißt das, dass du in L.A. ein ziemlich geordnetes Leben hast? Es ist jetzt 8:30. Wann fängt dein Tag an? Normalerweise um die Zeit, vielleicht ein bisschen später. Ich habe ja keinen Bürojob oder sowas in der Richtung, wo ich jetzt im Büro sein muss oder in der Arbeit sein muss zu einer gewissen Zeit.
Und ja, normalerweise würde ich sagen, ich stehe so um 8, 8:30 auf. Und ja, geregelt. Geregelt im Sinne von, ich mache mir meine eigene Struktur irgendwie. Aber sonst ist mein Leben eher wenig geregelt natürlich, weil einfach dieser Arbeitstag, der normale Fall, die 5-Tage-Woche, fällt bei mir und ja. Aber da können wir jetzt gleich zu dem Thema, was uns brennend interessiert, weil ich habe zu dir gesagt, du vorstellen brauche ich dich nicht. Normalerweise stelle ich die Podcast-Partner immer zumindest kurz vor, aber ich glaube, in Osttirol kennt jeder den Bernhard Vorher. Und zwar als dieses Multitalent. Ich meine, du kannst einfach alles. Du kannst schauspielern, du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst schreiben. Du tust zumindest sehr, sehr gerne. Und jetzt durch auch noch, und da, das interessiert mich sehr, synchron übersetzen. Also, du bist ein Multitalent, würde ich sagen. Danke. Danke, ich fühle mich geschmeichelt. Ich war ja Musical-Darsteller in Deutschland, das ist schon eine lange Zeit her, jetzt fühlt sich an wie ein anderes Leben. Mhm. Und dann nach Amerika gekommen, um Film und Fernsehen zu machen, und da habe ich vor ungefähr 12 Jahren angefangen, also wirklich Arbeit zu kriegen und mal Geld zu verdienen mit dem Schauspiel. Und das hat sich dann also über eine Dekade da hingezogen, ja, und war da wirklich einer der wenigen, der mit Schauspiel sein Geld verdient hat. Also eine relativ kleine Gruppe, könnte man sagen, mhm. Also vielleicht 1% der Schauspieler da verdienen ihr Geld mit Schauspiel. Die meisten machen nebenher andere Jobs und so. Also da war ich schon sehr glücklich darüber, und ich bin dann irgendwie angestoßen, wo ich meine größten Erfolge gehabt habe. Ich war dann in einer Serie mit dem J.K. Simmons, der ist ein Oscar-Preisträger. Die Serie hat Counterpart geheißen, ist da auf so einem Cable Network, oder wie man das, was man das nennt auf Deutsch, kennt. Das heißt Stars. Und es war für mich so ein großer Sprung. Das war eine ziemlich, ziemlich gewichtige Rolle in der Serie und hat sich angefühlt wie so, Entschuldigung, muss mir da rausbauen. Entschuldige. Hat sich angefühlt wie der nächste Schritt oder die nächste Stufe, die mich dann zur nächsten größeren Stufe bringt. Und dann hat es aber irgendwie einfach nicht weitergeführt. Und es war sehr frustrierend irgendwie. Ich hab erwartet dann, es läuft ja alles über Agentur und Management da. Man braucht ja diese Leute, die Vorsprechen verschaffen. Ohne dem geht's ja nicht. Du kannst ja nicht einfach irgendwo vorsprechen. Du brauchst die Leute, die da anmelden. Und je mehr man natürlich Credits hat, also auf seinem Lebenslauf Sachen hat, die was heißen, desto größere Projekte stehen zur Verfügung oder kann man vorsprechen dafür. Und deswegen habe ich gedacht, das geht dann weiter zum nächsten, und es hat dann irgendwie nicht wirklich geklappt, und es war sehr frustrierend. Und und dann ist Covid dahergekommen, und dann war mal alles ganz aus natürlich. Und ich habe dann Management gewechselt, und es ist seitdem sehr wenig passiert für mich in der Richtung. Und es gibt da mehrere Gründe dafür. Die meisten kenne ich, oder viele Gründe kenne ich vielleicht selber gar nicht, aber mir kam vor, vieles hat damit zu tun, dass die Diversität, sagt man das auf Deutsch so, Diversity, yeah, ist ein sehr großes Thema jetzt in den Medien, vor allem eben Geschichten erzählen im Fernsehen und im Film. Das heißt, sehr viele Rollen, die früher an weiße Männer oder auch Frauen gegangen sein, werden halt gar nicht mehr ausgeschrieben für jemand wie mich, und gehen automatisch an jemand, der schwarz ist oder Asiate oder irgendeine andere Minderheit oder Randgruppe.
Und was ich natürlich sehr unterstütze und was toll ist, weil die Leute haben sind über die Jahrzehnte oder seit es dieses Business gibt, benachteiligt worden. Und es war sehr notwendig. Natürlich ist es für mich dann schwierig, weil es gibt nicht weniger Konkurrenten. Nicht? Mhm. Ich schaue immer auf die, ich sollte in die Kamera schauen, gell? Na, du kannst schauen, du kannst hinschauen, wo du bist. Okay. Und ja, da gibt einfach viel weniger Projekte jetzt, wo ich überhaupt in Frage komme dafür. Und das merke ich sehr an der Anzahl der Vorsprechen, die ich kriege. Und es ändert sich alles so schnell. Ich meine, es ist ja daheim auch, es ist ja weltweit jetzt so, diese Streaming-Services überall explodieren, wachsen aus dem Boden überall. Und es wird alles viel globaler. Netflix zum Beispiel hat unglaublich viele Serien aus der ganzen Welt. Das heißt, es wird nicht mehr alles da gedreht. Es sind nicht mehr nur amerikanische Schauspieler, sondern die holen sich eine Serie aus Indonesien oder aus, weiß ich nicht wo, Argentinien. Österreich mit Bernhard. Österreich, ja. 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 Was toll ist, weil es gibt dann Projekte und Serien, die wirkliche Qualität haben. Früher aufstehen. Tut meinem Hals nicht gut. Sachen wie diese die deutsche Show Dark zum Beispiel, so ein bisschen eine Science-Fiction-Serie, die hätte es davor nie gegeben im deutschen Fernsehen. Nicht? Es gibt sicher österreichische Serien, wo jetzt mir jetzt keine einfällt. Das heißt, es ist alles sehr gut und hat eben auch andere Nebeneffekte und für mich Nachteile. Ja, und im Moment ist nicht so viel los im Schauspiel. Ich gehe zwar immer nur auf Vorsprechen, aber nicht so viel derweil einmal. Und habe jetzt angefangen, mehr und mehr eben als Synchronübersetzer zu arbeiten. Ich tue auch relativ viel synchron sprechen. Magst du ein Glas Wasser trinken? Vielleicht, ja. Wir haben Zeit, ja sicher. Ja. Ich habe viel synchron gesprochen in meiner Karriere. So hat es vielleicht sogar alles angefangen. Normalerweise eher als Deutschsprachiger, der amerikanische Filme synchronisiert hat. Mhm. Jetzt ist alles anders. Jetzt ist es so, dass Netflix und andere Streaming-Services die ausländischen Projekte auf Englisch synchronisieren. Weil die meisten Leute ihre Serien oder Filme auch hören möchten und nicht nur anschauen. Mhm. Und die wollen keinen Text lesen unten am Bildschirm und die wollen das hören in ihrer Sprache. Und es ist wirklich so, dass 60-70% der Leute das auf Englisch anschauen, auch wenn es eine koreanische Serie ist oder österreichische Serie ist. Und das heißt, jetzt gibt es einen riesigen Markt für Synchron Übersetzungen und Synchronsprechen in Amerika. Und wo jetzt so ein Spiel käme, ist, es gibt jetzt, sagen wir, bei einer koreanischen Serie oder österreichischen Serie, gibt es jemanden, der für den Synchronübersetzer das Ganze übersetzt. Das heißt, ich habe eine koreanische Serie gemacht. Ich spreche nicht koreanisch natürlich. Und mir übersetzt das jemand, wortwörtlich mehr oder weniger. Und es ist dann meine Aufgabe, in dieser Software, die heißt VoiceQue, das Übersetzte anzupassen an die Mundbewegungen der Schauspieler. Das mache ich dann alles mit, also stumm. Ich schaue mir dann an, wie die und schaue, ob die Übersetzung, die englische Übersetzung da drauf passt, dass das ausschaut, als ob das in Englisch gesprochen wird. Und meistens natürlich ist die erste Übersetzung passt da nicht drauf. Das heißt, mein Job ist es dann, das Gesagte so anzupassen, dass die Bedeutung gleich bleibt, aber es so ausschaut, als ob der koreanische Schauspieler Englisch spricht und dass dann die englischsprachigen Schauspieler ins Studio gehen können und das drüber sprechen. Für die Illusion, dass das Ganze in Englisch ist. Und das habe ich jetzt dann letztes Jahr, in der zweiten Hälfte des Jahres, sehr intensiv gemacht. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen. Heuer, weil einfach der Markt so groß ist und es gibt nicht so viel gute Leute in dem in der Position, weil es irgendwie einfach so eine Nische irgendwie, gell? So eine kleine Nische, wo irgendwie muss man kreativ sein und mit
Wörter Sprache. Irgendwie Sprache umgehen können, und, genau, Metaphern irgendwie, mhm. andere Metaphern finden und so weiter. Aber auch dieses technische Mögen, es ist sehr viel technische Arbeit in dieser Software da, weil man diese ganzen, jeder Satz oder jede Äußerung, jedes Hursten, jeder laute Atmer muss alles aufgenommen werden und es wird alles als sogenannter Loop in dieser Schneidesoftware da quasi einplatziert. Und ich muss das genauso platzieren, dass wenn es dann im Studio, wenn der Sprecher dann drin ist, dass der genau sieht, wo das dann daherkommt. Das heißt, es geht dann um Millimeter. Boah, und das ist eine Tisslerei, oder? Das braucht anwenden, schon ja. Geduld. Das muss ja, man mögen. Ja, ja. Und es gibt teilweise, ja. teilweise gibt es Sätze, die einfach unglaublich schwer sind, richtig hinzukriegen und wo es einfach zu viele Lippenschlüsse gibt oder wo der Mund sich nie schließt, gell? Aber im Englischen braucht man die Lippenschlüsse und es ist aber nur und dann muss da irgendein Ort des zu sagen einfallen lassen, wo sich die Lippen nicht schließen. Ne? Das macht dann wahnsinnig manchmal. Aber es ist auch spannend. Es ist auch richtig spannend, oder? Ja, ja, es ist recht spannend, ja. Ja. Okay. Macht eigentlich Spaß, ja. Okay, und kannst du da die Projekte ein bisschen aussuchen, dass sie dann auch noch deinen Geschmack treffen, oder? Bis jetzt nicht, vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ist normalerweise so, dass die, es gibt da eine Firma, für die ich arbeite und die werden von Netflix oder Disney Plus oder so angeheuert und die schauen dann auch Leuten wie mir und die sagen, hey, wir haben jetzt dieses russische Projekt oder polnisches Projekt oder was auch immer und sagen dann, wir brauchen die für so und so viele Episoden oder wie viele Episoden schaffst du im nächsten Monat und ja, und dann sage ich ja oder nein. Okay. Ja. Wow, also manchmal habe ich Glück und es ist eine tolle Serie, wie diese koreanische Serie, wo ich jetzt gerade gearbeitet habe, dran, die heißt Queen Maker, wird bald rauskommen auf Netflix, glaube ich. War wirklich toll und manchmal ist es nicht so aufregend, ja. Und wenn du selber die Synchronstimme bist, repräsentierst du dann einen typischen Charakter? Hast du jetzt schon so eine Stimme, die dir gehört? Der deutsche Nazi zum Beispiel. Oder immer wieder das Gleiche. Ja, du lachst, gell? Aber das ist als Deutschsprachiger in Hollywood ist das ziemlich... Das ist typisch, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Ich hab hauptsächlich solche Rollen gespielt, ja. Als Synchronsprecher habe ich eigentlich jetzt das Glück gehabt, dass ich teilweise auch schon auf Englisch synchronisiere. Also nicht nur auf Deutsch. Aber gerade kürzlich habe ich einen Weihnachtsfilm synchronisiert, der auf Netflix ist, wo ich zwei Stimmen gemacht habe. Das war eigentlich ganz lustig. Da waren wir daheim, da haben wir uns zusammengesetzt mit der Familie und das angeschaut. Und ja, haben wir... Wie heißt der? Der heißt... Muss ich kurz nachschauen. Entschuldige. Nein, das macht nichts. Ah, okay. Elf Pets, Santa's Reindeer Rescue. Okay, das ist abgespeichert. Okay. Und welche Stimmen sind deine? Ich habe dir den Papa gesprochen und den Elf Joe. Das sind mehrere, also kleine Elfen. Mhm. Und der Elf Joe hat so ein, wie nennt man, ist das ein Monokel? Eine einseitige Brille. Genau. Ja. Und er hat eine lustige Stimme, das heißt, nennt man eine Charakterstimme, die war schon im Englischen so und die ist mir recht gelegen. Und der redet immer so. immer so am Brechen. ja. Okay, das war dann also nicht schwierig für die zwei Stimmen zu haben, die komplett unterschiedlich sein. Wenn du eben die hohe Brechende hast, dann ist der Papa wahrscheinlich dann die entspannte Tiefe dazu, oder? Ja, ich muss es ja nicht zur gleichen Zeit machen. Ich nehme das eine auf und dann das andere. Und mir ist dieses mit der überschlagenen Stimme ist mir einfach gelegen irgendwie. Ja. Gewisse Dinge liegen mir dann nicht. Da gibt's auch andere Rolle, wo die Stimme so irgendwie dröhnend ist und das liegt mir dann irgendwie nicht so. Ja.
Das war wie spannend. Na, das ist ja total spannend. Ja. Das heißt, dein Leben in L.A. bleibt echt abwechslungsreich, gell? Ich meine, du bist inzwischen auch einfach gerne drüben. Also du warst wahrscheinlich von Anfang an gerne drüben, aber es ist jetzt schon für dich nicht mehr vorstellbar, zurückzukommen, gell? So wie sich das anfühlt. Ja, das ist immer so die Frage. Ich habe das Gefühl, dass die Stimmen lauter werden von daheim, dass sie doch überlegen soll, wieder heimzukommen. Das ist natürlich sehr einfach gesagt, gell? Ja, und schwierig getan, würde ich sagen. Es gibt viele Gründe, natürlich in einer Stadt wie Lienz zu leben oder jetzt in Österreich zu leben. Die Lebensqualität ist viel höher. Es ist alles einfacher. Ich meine, die bedeutendsten Gründe sind Sachen wie das Gesundheitssystem. In Österreich bin ich aufgewachsen, nicht wie wir alle mit einem System, wo man nie drüber nachgedacht hat, dass das ein Problem war, wenn du einmal krank bist oder ins Krankenhaus musst oder irgendwas ist und einen Unfall hast, du gehst ins Krankenhaus oder zum Arzt und das war's. Ne? Ja. Und da ist wahrscheinlich eh vielen bewusst, gibt's das nicht. Da sterben im Jahr fast 70.000 Leute, weil sie sich keine grundlegende Krankenversicherung leisten können. Und eine halbe Million Leute gehen bankrott jedes Jahr aus demselben Grund. Wow. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Und schwer vorstellbar, wenn man das nicht erlebt hat. Es hat für mich Jahre gedauert, nachdem ich nach Amerika gezogen bin, das wirklich zu verstehen. Also wirklich, wenn man in Österreich aufwächst mit dem System, kann man es irgendwie nicht, oder zumindest ich, vielleicht war ich einfach naiv oder blauäugig irgendwie, dass das nicht einfach gegeben ist, nicht? Als Grundrecht. Und ich war jahrelang nicht versichert zuerst in Amerika. Einfach, habe einfach gehofft, dass nichts passiert. Weil ich war jung, habe mich natürlich unverletzbar gefühlt. Und Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber habe irgendwie, glaube ich, das Gefühl gehabt oder habe nicht wirklich verstanden, was das wirklich bedeutet. Dass wenn was ist, dass du das selber zahlen musst. Mhm. Und du kannst das nicht selber zahlen, wenn was passiert. Ne? Wenn du wirklich was Schlimmes hast und wenn da mein Krankenhausaufenthalt von einer Woche, da bist dein Leben lang in der Schuld. In Schulden, drin. Ja. Schulden, genau. Ja, deswegen, weil ich oft Bock auf einen Amerikaner da, die nicht wegkennen, weil sie kein anderes daheim haben, warum ich da bin. Nicht? Es ist ja vieles in Frage zu stellen in dem Land. Und ja, natürlich, ich frage mich selber auch manchmal, warum bin ich da? Ich bin natürlich wegen Hollywood, Film und Fernsehen hergekommen. Jetzt ist das alles ein bisschen so in der Schwanke bei mir, wo ich nicht mehr weiß, ist das nur mein Beruf wirklich? Oder was tue ich wirklich? Was will ich machen? Was würde ich sonst machen? Das heißt, die Frage ist natürlich, ist dauernd irgendwie da? Das heißt nicht, dass ich jetzt wirklich drüber nachdenke, heimzuziehen oder irgendwo anders hinzuziehen, aber die Frage stellt sich, was tue ich da, was mag ich an der Stadt, was mag ich an dem Land, was haltet mich da? Und ich habe auch wirklich keine Antworten drauf. Es ist alles so, es entwickelt sich alles so. Ich habe natürlich auch vieles erst gelernt über die letzten Jahre, über was in dem Land fehlläuft, und so weiter. Und man muss erst alles einmal verarbeiten, gell, und sich das wirklich auch vor Augen halten. Das dauert einfach eine Zeit. Und wieder umzuziehen, wieder neu anzufangen. Ich habe schon zweimal neu angefangen. Ich bin als 20-Jähriger nach Wien gezogen, oder auch nicht 20-Jähriger, um Musical zu studieren, nicht ohne irgendeinen Vordergrund? Nein. Triftigen? Ohne irgendeinen Vorsatz? Nein, siehst du, da wäre es schlimm. Satz auf Englisch. Ohne. Das ist jetzt auch. Without a background in dancing or. Okay. Nein, dann like ist es der Hintergrund. Der Hintergrund. Bitte ausschneiden. Nein, wir schneiden nichts. hab da neu angefangen.
dann nach Deutschland, was nicht wirklich ein Anfang war, aber auch wieder ein neues Land. Und dann eben die Musical-Karriere abgebrochen und dann komplett neu angefangen mit 28, ne? Was für viele eh schon ein Wahnsinn war, oder das heißt, ich von vielen Zuspruch gekriegt und dass ich sehr mutig war und so weiter. Aber es war auf jeden Fall ein kompletter Neuanfang. Und war mir damals auch nicht so bewusst. Wie gesagt, als junger Mann irgendwie fühlt man sich, gerade einer wie ich, der so geborgen aufwächst und man fühlt sich irgendwie so gefestigt und unbesiegbar und die Welt gehört mir und denkt nicht nach über die Konsequenzen und was es heißt, mit 28 in ein anderes Land zu gehen, mit einer Sprache umzugehen, mit der man nicht aufgewachsen ist. Komplett neue Kultur in sich aufzunehmen, das ist viel, nicht? Und es dauert dann Jahre, das zu verstehen. Und ja, da komme ich jetzt irgendwie so langsam an, dass mir das so langsam irgendwie alles klar wird. Und jetzt bin ich 44 bald und jetzt nochmal neu anfangen irgendwo, das ist natürlich schon, ja, geht nicht so einfach. Ich meine, ich glaube, man muss einen triftigen Grund haben, um das zu wagen. Also, ich weiß nicht, was der Grund wäre. Ja. Und der einzige Grund, der mir bei dir einfallen könnte, der ist jetzt echt, da muss ich jetzt schauen, ob das ansatzweise passt, das wäre der, dass du dann mit, irgendwann mit der Politik in Amerika nicht mehr kannst, weil, obwohl es ja jetzt eh ganz gut ist, aber während der Trump sein Unwesen da getrieben hat, da wäre es vielleicht einmal zu überlegen gewesen, oder? In deiner Position. Ja, meiner Trump war natürlich eine Schande, aber es ist nicht wirklich besser, wie es jetzt ist. Meiner Ansicht nach ist es leider so, dass die beiden Parteien im Prinzip gibt es in Amerika keine, man zwei Parteien sind schon schlimm, weil das natürlich nichts offen lässt für andere Stimmen, die einfließen, andere, dass es auch Gegenwehr gibt gegen die Stimmen aus diesen zwei Parteien. Aber es gibt nicht einmal zwei Parteien, es gibt wirklich nur eine, weil beide Parteien komplett von den großen Konzernen und der Kriegsmaschinerie, dem Öl, den pharmazeutischen Betrieben, der Healthcare Industry und so weiter, die sind komplett vom großen Geld gekauft. Und es gibt zwar nach außen hin Unterschiede, es gibt Unterschiede in wie sich die beiden Parteien präsentieren. Der Trump war natürlich, hat sich kein Blatt vom Mund genommen, die Republikaner seien ausgesprochener und ein bisschen wahnsinnig, was jetzt an soziale und so ethische Sachen angeht, seien teilweise totale Fanaten natürlich, was Religion angeht und so weiter und gegen LGBTQ und so weiter, was immer halt, was in der Presse immer so hoch was in der Presse aufgezeigt wird und was auch wichtig ist, aber wo dann immer verschwiegen wird oder unter den Teppich gekehrt wird von den Medien, dass sich beide Parteien, wenn es um die wichtigen Sachen geht, was den Lebensstandard der Leute angeht, was die Wirtschaft angeht, dass es keinen Unterschied gibt im Prinzip zwischen den beiden. Okay. Man hätte da wirklich ein Einzelner, wie damals der Bernie Sanders, für den du dich politisch also wirklich engagiert hast, ja. Hättest du da zumindest eine Chance gesehen, dass er als Einzelner oder zumindest mit dieser kleinen, starken Bewegung hinter ihm was verändern hätte können? Ja, das ist, ich meine, manche sagen, der Bernie hätte es nie schaffen können, Präsident zu werden. Es war einfach nicht möglich gewesen, weil irgendwann hätten sie es verhindert, vielleicht sogar auf drastische Weise, wenn er wirklich so weit gekommen war. Aber es war schon unglaublich zu sehen, welche Kräfte in Bewegung gesetzt worden seien, wie er wirklich an der Grenze zum oder an der Kippe war zum Gewinnen, kann man das so sagen.
Und da setzt sich wirklich alles in Bewegung. Also die haben schon gesehen, dass er, wie viel er jetzt wirklich geschafft hat, allein als Präsident, natürlich seinem Präsidenten auch die Hände gebunden viel, aber der wollte schon grundsätzlich was, grundlegend was verändern an dieser kapitalistischen Politik, also sehr kapitalistischen Politik, die wirklich kein Herz hat nicht in Amerika. Und das hätten die nicht zugelassen und wir 2020, wenn man da ein bisschen das verfolgt hat, war ganz klar, dass er der Vorreiter war und das gewinnen wird, nicht? Und dann haben sich alle Kandidaten auf eine Seite gestellt. Das ist passiert nach einem Anruf von Barack Obama. Der ist immer noch, kann man sagen, der Leiter der Demokratischen Partei. Dem ist gesagt worden, von den Leuten, die wirklich jetzt da am Drucker sitzen, die wirklich das Geld haben, du musst das verhindern. Der hat den Joe Biden angerufen, der hat den Pete Buttigieg angerufen, der hat die Amy Klobuchar angerufen und die haben sich alle aus dem Rennen zurückgezogen und die Medien haben 3 Tage lang ja nur positive Berichte gebracht über Joe Biden. Und da hat sich alles geändert in den Tagen. Und dann war der Joe Biden, das wissen viele auch nicht, der unglaubliche, der hat als Senator, als Vizepräsident sehr viele Dinge getan, die nicht gut sein, die genauso schlimm sein, wie was der Trump getan hat und sogar schlimmer, haben den hoch gelobt und dann war es irgendwie entschieden. Nicht? Und der Joe Biden hat es gewonnen und hätte eigentlich das nie gewinnen sollen. Aber da hat man gemerkt, was da wirklich dahinter steckt. Wie viel Macht da ist und wer wirklich am Drucker sitzt da. Das war natürlich echt schlimm für Leute wie die und seine Unterstützer, oder? Weil es einfach so offensichtlich ist, dass man ab einem gewissen Punkt wieder chancenlos ist, auch wenn man noch so viel bewegen möchte und bewegen könnte und auch wirklich viele Leute hinter sich hat. Das ist schon. Das bricht einem das Herz, wenn man sich da wirklich einschmeißt. Mhm. Ja. Und es war klar, also die Leute, also die Wall Street Leute, wie der Leute Blankstein heißt der, glaube ich, von Goldman Sachs oder wo der immer der ist. Diese Leute haben offen gesagt in den Medien, wenn der Bernie Sanders die Nominierung kriegt, dann wählen sie für den Trump. Also das sind Demokraten. Mhm. Denen war ganz klar, dass der Donald Trump für sie besser ist, weil der, so verrückt er ist, das System aufrechterhalten wird und der Bernie Sanders eben wahrscheinlich nicht. Mhm. Und da wird einem dann klar, dass wirklich sich nicht wirklich nichts bewegt, wenn das System gleich bleibt. Es ist im Prinzip alles eine Show und es gibt immer wieder so kleine Dinge hier und da, eher so soziale, ethische Sachen, wo es so Siege gibt irgendwie fürs Volk, aber es wird immer der Abstand zwischen den Reichen und den Armen wird immer größer. Eine Handvoll Leute in Amerika haben so viel Geld wie die Hälfte vom Land. Ja. Wie gesagt, wir haben fast 1 Million Obdachlose im reichsten Land, das je existiert hat. Bei uns schlafen die Leute unter jeder Brücke. Wenn du das sehen würdest, da bleibt dir der Mund offen stehen. Ich habe eine Dokumentation gesehen über diese Obdachlosenwelle in ganz Kalifornien, gell? Also die wirklich, wo inzwischen Ghettos da sind, die du einfach nicht erwartest von diesem reichsten, einer der reichsten Gebiete. Ich höre es, aber das passt. Ach. Ja. Aber eben, Kalifornien hat ja einen unglaublichen Reichtum und auf der anderen Seite diese wahnsinnige Obdachlosen, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, Krise, gell? In allen Städten, ja. Es ist im ganzen Land so, bei uns vielleicht stärker als in andere Staaten, vielleicht weil Kalifornien ein warmer Staat ist und man hält jetzt da vielleicht irgendwie aus.
Aber ja, es ist erschreckend. Und ich meine, du siehst die Autos, die $1 Million kosten, vorbeifahren an einer ganzen Straße von Zelten, wo die Leute. Und das Schlimme ist, man hört oft von Leuten, die sagen, ja, sollten sie sich halt einen Job besorgen und sollten wahrscheinlich selber schuld irgendwie nicht. Das ist ein bisschen die Einstellung von vielen Leuten, aber die Tatsache ist, dass 40% der Obdachlosen in Amerika Jobs haben. Mhm. Das sind Leute, die arbeiten und sich kein daheim leisten können. Und alles wird teurer. Ich meine, die Mieten sind aufgeschossen, sich was kaufen, kommt gar nicht mal in Frage. Nur dazu wird alles aufgekauft von diesen riesigen Immobilienfirmen wie BlackRock. Das sind so Firmen, die haben so viel Geld, das ist unvorstellbar. Es geht in die Billionen. Mhm. Und die kaufen ganze Nachbarschaften auf. Wahnsinn. Dass Leid mieten müssen, statt sich was kaufen zu können. Weil ein Haus besitzen oder Wohnung besitzen ist in Amerika einer der letzten Wege, dass man einen Wohlstand sich aufbauen kann. Mhm. Alles andere ist ja auf Schulden aufgebaut. Ne? Mhm. Und die machen das im Prinzip unmöglich. Die kaufen Sachen auf über dem Wert und du hast gar keine Chance, als normaler Verdiener da irgendwie dir was leisten zu können. Nicht? Ich meine, ein Haus bei uns unter $1 Million finde ich eigentlich nicht mehr. Und man, wer hat das Geld? Ne? Mhm. Das ist unglaublich. Also das ist unglaublich. Und dann hört man von so Projekten, dass irgendwie wieder finanzierbares Wohnen als politisches Programm halt quasi angepriesen wird. Aber es funktioniert einfach nicht, gell? Es funktioniert einfach nicht. Oder dieser Weg zurück aus der Obdachlosigkeit, den muss man erst einmal schaffen. Also das ist ja die Abwärtsspirale schlechthin. Ja. Wenn du einmal auf der Straße bist, also die Menschen, die es da zurückschaffen, die sind die absoluten Ausnahmen, glaube ich. Das ist nicht so leicht, gell? Es ist schwer vorstellbar. Mhm. Man bist ein Aussätziger, ne? Du bist ein Aussätziger. Ja, total. Und die Gesellschaft behandelt die ja so. Und die Polizei ist brutal bei uns, absolut brutal, wie die mit diesen Leuten umgehen. Nicht nur mit den Leuten, aber hauptsächlich oder auch mit denen. Und ja, wie man es da ausschafft, weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass viele Leute dann so einen Hass entwickeln gegen die Gesellschaft, die das irgendwie verursacht hat, dass die so einen Hass entwickeln, dass sie sich gar nicht mehr da irgendwie eingliedern wollen in diese Gesellschaft. Deswegen glaube ich, funktioniert es ja oft nicht, wenn man versucht, Leuten ein Daheim zu geben mit so Projekten, dass das ist einfach sehr schwierig, weil da spielt so viel mit. Es ist so eine komplizierte, so eine komplexe Geschichte psychologisch. Ich weiß nicht, was die Lösung ist. Es gibt keine einfache Lösung natürlich, aber. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Politik sich zumindest noch bemüht, mit solchen Themen umzugehen in Kalifornien? Oder ist das ohnehin schon hoffnungslos, weil einfach diese Kluft zwischen Arm und Reich inzwischen so groß ist und nur ständig größer wird, dass es wie eine gegebene Tatsache so stehen bleiben muss? Ob sich die Politik bemüht, es scheint so, als ob sie sich überhaupt nicht bemühen und es scheint, als ob es im Prinzip keinen Dreck interessiert und man das einfach irgendwie so sein lässt, weil wir haben in Kalifornien eine sogenannte demokratische bei mir reißt es ins Haus nieder, es gibt's nicht, oder? Das ist wahrscheinlich. Eine demokratische Supermajority, also eine Supermehrheit gehabt. Mhm. Das heißt, der kalifornische Nationaltag, würde man sagen, bei uns, gell? Ja. Der demokratische Kongress war überwältigend demokratisch. Das heißt, die haben die Republikaner nicht gebraucht, um irgendwas zu bestimmen, oder? Ja. Die haben sagen können, als Partei, wir tun das und da kann keiner was dran ändern. Das nennt man eine Supermajority.
Und sie haben nichts getan. Ja, Wahnsinn. Das heißt, Kalifornien ist eine Riesenstadt, hat über 45 Millionen Einwohner, hat, ich weiß nicht, sechstgrößtes Bruttosozialprodukt, wenn es ein Staat wäre, der Welt. Der Welt ist viertgrößte, habe ich jetzt sogar, also vor England noch, habe ich heute gelesen, aber es ist also unglaublich, unvorstellbar, ja. Ja, ja, ja. Und sie hätten, was bei uns Medicare for All heißt, hätten das machen können. Die hätten ganz Kalifornien universelles System geben können, also als Krankenversicherung, wie bei uns daheim. Mhm. Und haben es nicht gemacht. Und deswegen war sie, dass die Demokraten im Prinzip genauso wenig Interesse haben, den Leuten zu helfen, wie die Republikaner, weil wenn sie die Macht haben, tun sie nichts. Und ja, und da ist einfach der Rede das Geld, die sind einfach, da gibt es Interessen, die wollen das nicht. Die Healthcare Industry in Amerika ist unglaublich profitabel. Und die Leute, die in den Kongress einkommen, kriegen das Geld von Leuten, von den Lobbyisten. Das war schon bei uns, ist Lobbying ist ja legal, es ist legales Bestechen. Und die kriegen das Geld, um in die Position zu kommen, von Leuten aus der Healthcare Industry oder der Kriegsmaschinerie wo das große Geld ist. Und dann seien die daran gebunden, was diese Leute wollen von ihnen. Mhm. Und wenn sie das nicht tun, werden sie abgesagt. Und deswegen passiert also das eben. Geld regiert, gell? Das Geld regiert offensichtlicher als sonst auch, aber da wohl wirklich total offensichtlich, ja. Ja, ja. Okay. Und trotzdem ist es für dich ein guter Platz zu leben, jetzt nicht nur wegen deinen beruflichen Interessen. Was magst du an Kalifornien und an deinem Leben dort? Es ist eine Stadt, wo sehr viel kreative Leute gerade ihre Häuser da renovieren. Im Hintergrund. Wie laut ist das für die? Weil für mich klingt es, als ob ein Erdbeben. Für mich klingt es nur so, als ob jemand ein IKEA an Kosten zum Montieren. Ja, okay. Also müssen wir pausieren und weitermachen später? Nein, okay. Das passt. Das ist das Leben. Wir tragen live aus LA. Eine Wohnung wird renoviert und sie hämmern und sägen und bohren. Die Stadt ist voll mit kreativen Leuten. Das hat mir immer irgendwie schon gefallen. Einfach dieses Leute kommen von überall her, um ihre Träume zu verfolgen. Mhm. Was einfach zu vielen Gleichgesinnten führt und was schön ist. Das Wetter ist unschlagbar. Normalerweise, jetzt gerade nicht. Klingt ein bisschen trivial, aber es ist einfach ein wichtiger Bestandteil vom Leben. Das wissen wir alle nicht. Und wenn man, wie ich von New York hergezogen bin, hat sich das Leben so verändert, einfach im Sinne von, ich kann einmal irgendwie durchatmen und es ist nicht dauernd kalt im Winter und es ist nicht so hektisch wie in New York. Und da spielt das Wetter eine große Rolle einfach. Es ist einfach mehr laid back, wie man sagt. Man kann in Los Angeles einmal daheim bleiben. Es ist nicht so wie in New York, wo man immer irgendwie ausgehen muss und immer draußen sein muss. Und also das ist mal sicher gelegen, dass es ein bisschen mehr laid back war. Mir fällt jetzt so das deutsche Wort dazu ein. Entspannt, vielleicht. Ja, genau. Ja, und dann natürlich die Filmindustrie ist da, die Film- und Fernsehindustrie ist da. Also es war einfach halt der Ort, wo ich irgendwie mein Glück verfolgen wollte oder will. Und hab, ja. Ja. Es gibt viel schöne Leute, gehört auch dazu irgendwie. Ist auch schön, irgendwie, wenn man immer, es ist zwar oberflächlich jetzt, aber ich bin ein bisschen oberflächlich, was es angeht. Ich glaube, das wäre jeder. Das ist total legitim zu sagen. Ja.
Ja, und dann natürlich viele, also es sind viele, sondern enge Freundschaften haben sich entwickelt da, und jetzt ist halt mein Leben da, und jetzt bin ich seit 13 Jahren da. Und das ist irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt dann genug war. Ja, nein, das ist total verständlich. Es ist immer noch ein wunderschönes Land. Also es ist immer noch ein faszinierender Platz auf dieser Welt, oder? Landschaftlich. Das Meer habe ich vergessen zu sagen. Wir sind ja am Meer. Ich bin zwar dreiviertel Stunde Fahrzeit weg, aber wenn ich will, kann ich in Santa Monica oder in Malibu an den Strand gehen. Ja. Nicht heute, aber an einem sonnigen Tag. Ja, es bietet total viel, und ich glaube, viele würden sich jetzt in unserem Winter, jetzt wird es doch ein bisschen kälter als da, wo du da warst, jetzt genau nach Kalifornien wünschen. Also von dem her bist du jetzt am richtigen Platz. Ja, kulinarisch habe ich auch vergessen. Es ist natürlich, man kann essen, was man will, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und es ist wirklich also eine hohe Qualität an Essen, weil es so eine Konkurrenz ist da mit dem, was die Restaurants angeht. Gehen wir dazu, ist auch was man dann irgendwie nicht mehr, wenn man das nicht mehr hat, fällt es einem dann plötzlich auf, ich kann nicht jetzt einfach irgendwie ein gutes Sushi essen oder thailändisch essen oder also authentisch oder mexikanisch vor allem natürlich. Und wahrscheinlich viele andere Gründe, die mir nicht einfallen konnte, aber das sind so die wichtigen Sachen. Und mit den guten Gründen hören wir jetzt vielleicht auf, dass du jetzt richtig gut in den Tag gehen kannst, indem du alles präsent hast, wieso du jetzt gern in Kalifornien und in LA bist. Wenn es draußen vielleicht nicht so gut ausschaut jetzt mit dem Wetter, aber hoffentlich legt sich das bald wieder. Und hoffentlich betrifft die das nicht, was die Überflutungen und die Vermurungen betrifft. Aber ich glaube, du bist da in einem ganz guten Platz, gell, mit deiner Wohnung, oder? Ja, ich bin ziemlich im Zentrum da. Von außen. Also, dass es wirklich gefährlich wird für mich, ist sehr unwahrscheinlich. Es ist einfach nass und ich muss aufpassen, wo ich hinsteige, aber es ist jetzt kein Bach in der Nähe, der jetzt irgendwie droht, dein Haus da mitzureißen. Das gibt es da nicht mehr. Ich bin da immer recht beschützt von diesen Sachen. Ja, super. Bernie, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich sag danke, hat mich sehr gefreut. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben alles geschafft, irgendwie, was wir sprechen wollten, zu besprechen. Fällt da noch was ein? Ich bin so abgelenkt durch die Bauarbeiten im Hintergrund. Es ist bei mir nämlich das Apartment gleich neben mir, und es klingt, als ob jemand durch die Wand brechen würde. Vielleicht sollte ich nachschauen gehen, vielleicht brauchen Sie Hilfe. dann sage ich einfach danke für das Gespräch, für deine Zeit. Gell? So ja, ich sage danke. Morgen. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal, wenn du in Lienz bist. Ja, machen wir auf jeden Fall, und vielleicht geht sich dann im Studio Sache aus, wenn ihr das wählt oder wenn sich das irgendwie ausgeht. Immer. Wir wollen die in ganz vielen Stimmen hören. Das nächste Mal bitte deine 11 Stimme mitbringen und noch ganz viele andere Stimmen, die du da inzwischen aneignest. Und dann machen wir mal eine richtig gute kleine Hexe Dorothee mit deiner Stimme dabei. Da könntest du bei meinem Kinderpodcast die Elfen machen. Das wäre einmal eine Aufwertung dieser Osttiroler Geschichte, du, direkt aus mit Synchronstimme aus LA. Ja. Ja, super. Okay, Bernhard. Okay. Dann ganz, Bernie, einen schönen Tag. Vielen Dank. Und danke. Wir sehen und hören uns. Wir sehen uns. Danke. Schönen Abend. Und bis bald. Bis bald. Okay. Tschüss. Ciao.